Wie vermeiden wir eine Kapselfibrose? Es gibt ja schon viele Videos zum Thema Kapselfibrose auf unserem Kanal, aber die heutige Frage ist, wie vermeide ich das? Und dazu gibt es einen 14-Punkte-Plan. Und alle 14 Punkte schauen wir uns heute im Schnelldurchlauf an. Hallo, mein Name ist Dr. Rolf Bartsch, ich bin plastischer Chirurg aus Wien und wir schauen uns heute den 14-Punkte-Plan an. Den gibt es eh schon seit einiger Zeit und ich glaube, viele Chirurgen da draußen verfolgen oder machen sicherlich zumindest 10 dieser Punkte, vielleicht nicht alle 14, aber ich möchte mit euch alle 14 Punkte durchgehen, die man machen sollte, um eine Kapselfibrose zu vermeiden oder zumindest das Risiko dafür deutlich zu senken. Also, los geht's. Erster Punkt, Antibiotikum. Wir verabreichen unseren Patienten ca. eine halbe Stunde vor dem Hautschnitt, bis zu 20 Minuten vor dem Hautschnitt, ein Antibiotikum über die Vene. Das ist ganz ein wichtiger Punkt. Man nennt das auch quasi perioperative Antibiotika-Prophylaxe, wenn man das medizinisch nimmt. Also es ist einfach, man gibt ein Antibiotikum, ohne dass ein Problem entsteht, um einfach dem Körper schon zu helfen, dass alle Keimchen, die da während einer Operation reinkommen, schon von vornherein eliminiert werden. Schnittführung. Es gibt ja im Prinzip bei der normalen Brustvergrößerung grob 3 Schnittführungen. Den Schnitt über die Achselhöhle, den Schnitt um den Brustwarzenhof und den Schnitt über die Unterbrustfalte. Der Schnitt über die Achselhöhle, bei dem geht man durch die schmutzigen Schweißdrüsen. Das heißt, das ist quasi ein Weg, der nicht unbedingt so sauber ist, genauso wie der Schnitt um den Brustwarzenhof, der rein theoretisch auch zu mehr Kapselfibrose führen könnte, weil ich durch die Brustdrüse durchgehe. Ihr müsst mich daran denken, dass quasi die Milchgänge ja offen sind. Deswegen gibt es ja auch das Problem, wenn Patienten Piercinglöcher tragen, dass man Piercings in den Brustwarzen tragen, dass man dann diese entfernen muss vorher. Also der Schnitt über die Achselhöhle und über die den Brustwarzenhof, der ist ein bisschen schmutziger und deswegen ist es sinnvoll oder das Risiko einer Kapselfibrose zu haben geringer, wenn man den Schnitt über die Unterbrustfalte macht. Das ist quasi der Schnitt in der Unterbrustfalte. Schnitte um den Brustwarzenhof oder gar an der Achselhöhle haben eine deutlich höhere Kapselfibrosenrate. Dritter Punkt, Verwendung von Pflastern, mit denen man die Brustwarze abdeckt. Also um die Brustwarze herum und hat man quasi eine Öffnung zu den Milchgängen, dort sind Keime und wenn man das steril zusätzlich noch abdeckt, ist das Risiko der Kapselfibrose auch wiederum geringer. Vierter Fall ist quasi, dass man möglichst atraumatisch, sagt der Chirurg, arbeitet. Das heißt, dass man möglichst schonend arbeitet, was das Thema Blutung bedeutet. Blut in der Höhle führt zu Kapselfibrose. Und der zweite Punkt ist, dass man möglichst viel Gefäße hält. Ich bin ein großer Verfechter kleiner Implantate. Warum? Weil größere Implantate einen großen Druck in der Brust machen, damit eine Minderdurchblutung und auch ein Kapselfibrosenrisiko höher ist. Das heißt, umso weniger Druck auf das Brustdrüsengewebe ausgewirkt wird, desto weniger Risiko für Kapselfibrose. Und man muss halt auch schauen, dass man die Gefäße, und man sollte wissen, wo die Gefäße herkommen, die die Brust auch versorgen, dass man die möglichst schont bei der Operation. Und wir haben ja quasi in die Brust gehen ja verschiedene sogenannte Perforatoren in das Gewebe rein. Die einen kommen von der Mitte, das heißt, die gehen ja so circa 2 cm von der Mittellinie, quasi wandern diese Perforatoren in die Brust, sowohl von der Seite als auch von der Mitte. Und umso größer ich das Implantat mache, desto höher ist die Kompression oder der Druck auf diese Blutgefäße, desto schlechter ist die Durchblutung und desto höher ist die Kapselfibrosenrate. Das heißt, einerseits diese Gefäße zu schonen und andererseits nicht irgendwelche riesigen Eier da reinzupacken, verhindert eben oder reduziert auch das Risiko einer Kapselfibrose. Fünfter Punkt, schon wieder Blut, gewissenhafte Blutstillung. Eigentlich sollte es logisch sein, ist es aber nicht immer, glaube ich, für jeden. Umso weniger Blut in der Höhle ist, desto weniger ist das Risiko einer Kapselfibrose. Könnt ihr euch so vorstellen, Blut ist wie Honig, die Ameisen kommen schon und lecken an dem Honig. Das heißt, wenn die Höhle möglichst blutarm ist während der Operation, dann ist das Kapselfibrosenrisiko geringer. Man sieht auf diesem Tupfer, der schon ein bisschen getränkt ist mit Beta-Isotoner, dass da quasi kaum Blutstropfen drauf sind, so eine komplett saubere und trockene Höhle haben. Vermeidung des Einschneidens von Brustdrüsengewebe. Das geht nicht immer und man kann es nicht immer verhindern, aber bei den normalen Brustvergrößerungen eigentlich sehr oft. Das heißt, wenn ich in die Brustdrüse auch von innen einschneide, eröffne ich wieder die Milchdrüsen, mehr Bakterien, höheres Risiko für Kapselfibrose. Das heißt, das ist zu vermeiden. Wenn ich den Muskel von der Brustdrüse löse, dass ich möglichst wenig in die Brustdrüse einschneide. Die Brustdrüse ist im Prinzip schmutzig, da sind auch Keime drinnen und das erhöht auch wieder die Kapselfibrosenrate. Eine Erklärung, warum um den Brustwarzenhof die Kapselfibrosenrate höher ist, warum sie über den Achselschnitt höher ist, hat damit zu tun, dass wir durch die schmutzigen Schweißdrüsen gehen.
Ein weiter ganz wichtiger Punkt ist eben, das Implantat möglichst unter dem Muskel zu lassen. Die komplett unter der Muskellage wäre, wenn wir den Muskel hier komplett stehen lassen. Das machen wir nicht. Wir geben immer quasi, wir lösen den Muskel immer ein Stückchen, in dem Fall bis hierher. Das heißt, wir haben eine sogenannte Doppellage 2 gemacht. Das heißt, umso mehr Muskelbedeckung, desto weniger Kapselfibrose. Und wichtig ist, den Muskel nie von hier zu lösen, weil sonst haben wir quasi hier ein mediales Rippling. Achter Punkt. Ihr seht dann eh gleich ein Video aus der Operation. Es ist einer der Gründe, warum bei uns das nach der Operation immer wie eine ziemliche Sauerei herum ausschaut. Ihr habt schon oft gesehen, dass die Abdeckung nicht ganz grün und sauber ist nach der Operation. Das ist nicht deswegen, weil ich so blutig operiere, sondern weil wir sehr viel spülen. Ein ganz wichtiger Grund oder eine Möglichkeit, die Kapselfibrose zu verhindern, ist eben diese Spüllösung, die wir in die Wundhülle einbringen. Das ist übrigens auch der Grund, warum es bei uns immer so ausschaut, saudreckig im Vergleich zu anderen tollen OP-Videos, die wir immer wieder sehen. Bei uns schaut das aus wie nach einem Schlachtfeld, nicht weil es so geblutet hat, sondern weil wir diese Spülflüssigkeit einfach mit der ganz ausgiebig die Wundhülle spülen und deswegen sind diese Flecken drauf. Ganz wichtiger Punkt, eben diese aseptische Spüllösung, um die Kapselfibrose zu verringern. Neuntens, und jetzt kommen wir zum Kellerfandel, den habt ihr auch schon oft gesehen, wenn ich das Implantat möglichst berührungsfrei einbringe, das heißt möglichst wenig oder gar nicht mit der Haut in Kontakt bringen, dann habe ich auch ein niedriges Kapselfibrosenrisiko, denn auf der Kapselfibrose findet man, wenn, kommt der medizinische Ausdruck, oft den Staphylococcus epidermidis, einen Keim, den wir auf der Haut haben, den habe ich hier auch auf der Haut. Und wenn ich eben vermeide, dass das Implantat mit der Haut in Kontakt kommt, dann ist wiederum noch ein Faktor, damit die Kapselfibrose geringer ist. Man gibt diesen Stutzen hier vorsichtig in die Höhle mit festem Druck von hinten. Wir haben uns da ein relativ kleines Loch gemacht, kriegt man das Implantat möglichst frei hinein. Klar muss man am Ende quasi mit dem Finger das noch vielleicht kurz drehen, aber im Prinzip sind 90% des Implantats berührungsfrei reingebracht worden. Und die Brustvergrößerung ist fertig, wir müssen nur noch zunähen. Zehnter Punkt, und jetzt gehen wir dann die Finger aus, ist, wenn ich ein Implantat öffne, die Implantate sind ja steril verpackt, die werden mit Gas sterilisiert, dann sollte ich es vom Öffnen möglichst schnell hineinbringen. Klingt, ist eigentlich auch total logisch, umso länger ich das in der Gegend herumstehen habe, desto mehr kann es verschmutzt oder kontaminiert werden. Das heißt, öffnen und zack in den Kellerfandel und in die Brust einbringen. Elftens, Handschuhwechsel. Ist etwas total Einfaches, sind eigentlich keine großen Kosten damit verbunden, wenn ich die Handschuhe wechsle kurz vor dem Einbringen des Implantats. Ist das wirklich so wichtig? Ja, im Prinzip schon, weil ich auch wieder eine Keimreduktion mache. Wir haben ja quasi an der Haut überall Keime und diese Keime wollen wir nicht in die Höhle einbringen. Das sind nämlich auch die, die immer bei einer Kapselfibrose zu finden sind und deswegen sind frische Handschuhe wieder ein Schritt, um die Kapselfibrose zu senken. Zwölftens. Die Vermeidung von Drainagen, das klingt komisch, ist aber wirklich so. Wir verwenden ja schon seit vielen Jahren keine Drainagen, weil es vor allem auch wehtut. Drainagen sind schmerzhaft, wenn man die ersten 12 Stunden drinnen lässt. Früher wurden Drainagen entweder über die Unterbrustfalte oder über die Achsel ausgestochen. Drainagen verhindern keine Nachblutungen, sind einfach wiederum eine Keimquelle. Wenn man sie jetzt im Prinzip nur 12 Stunden belastet, wie es einige Kollegen machen, dann ist das okay. Aber im Prinzip haben sie für mich keinen Mehrwert und deswegen haben wir schon lange mit den Drainagen aufgehört. Riesenvorteil, dass die Drainagen empfehlen, ist, dass die Patienten deutlich weniger Schmerzen haben. Keine Drainagen. 13. Punkt, der mehrschichtige atraumatische Wundverschluss. Atraumatisch heißt, dass man möglichst wenig das Gewebe traumatisiert, verletzt. Und dann machen wir eben mehrere Schichten. Die erste Schicht ist schon zur Kapsel. Jetzt erfolgt dann die nächste Schicht, wo man quasi das Unterhautbindegewebe strafft. Und die dritte Schicht ist dann eben die Barriere zur Haut. Dreischichtiger Wundverschluss. Das ist quasi eben auch ein Grund, um die Kapselfibrose möglichst gering zu halten. Beim letzten Punkt unseres 14-Punkte-Plans geht es um die Reduktion der Keime auf der Haut. Wir haben ja immer Keime auf der Haut und dieses Keimspektrum ist auch wichtig und es ist auch wichtig, diese Schutzbarriere der Haut zu belassen. Was man aber machen kann, ist, dass man 2 bis 3 Tage vor der Operation ein Duschgel verwendet, mit dem man diese Keime oder die Keimanzahl reduziert und damit auch eine potenzielle Kapselfibrose oder auch Infektionen verringern kann oder das Risiko dafür minimieren kann. Wichtig ist, dass wenn man zum Beispiel jetzt das Octenisan, wir zeigen hier ein Produkt, weil ich der Meinung bin, dass es eigentlich relativ günstig ist dafür, was es kann. Man kann auch andere Duschgele nehmen, aber wir empfehlen auch wirklich dieses Duschgel. Was man bei dem aufpassen soll, man soll das jetzt nicht die ganze Zeit verwenden, weil dieses Duschgel würde im Endeffekt die Hautbarriere auch kaputt machen, also unsere Schutzschicht kaputt machen. Das heißt wirklich bitte nur 2-3 Tage vor einem möglichen Eingriff verwenden und danach nicht mehr.
Ich hoffe, es war nicht zu theoretisch, aber zusammenfassend ist es eigentlich ganz logisch, was wir machen wollen. Wir wollen möglichst wenige Keime auf das Implantat bringen, wir wollen die Höhle möglichst sauber halten und das Implantat möglichst kontaktfrei einbringen. Und wenn wir das alles machen, dann ist die Chance einer Kapselfibrose geringer. Verhindern können wir sie aber nicht. Man braucht aber jetzt trotzdem keine Angst haben. Bei uns kommt das maximal ein, zwei Mal im Jahr vor. Und wenn es ist, muss man das Implantat wechseln, was man übrigens so und so alle 10 bis 15 Jahre in meinen Augen machen sollte. Also 14-Punkte-Plan wichtig. Manche Patienten fragen auch, operieren sie nach dem 14-Punkte-Plan. Die Antwort von uns ist ja. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es Fragen gibt, einfach in den Kommentaren hinterlassen und sonst unbedingt die Glocke andrehen, damit ihr die zwei Videos, die pro Woche rauskommen, dann auch nicht versäumt. In diesem Sinne, einen schönen Tag. Ciao, ciao und bis bald.